Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, heute wollen wir den Blick darauf lenken, wie man in der Vergangenheit mit dem Reformationsgedenken umging. Denn das Reformationsgedenken hat längst seine eigene Geschichte. Wir werden sehen, dass der Blick auf Martin Luther und die Reformation nie frei war von Instrumentalisierungen. Stets bestimmten die jeweiligen Zeitumstände den Blick auf die Vergangenheit. Diese Beobachtungen sollen uns zuletzt auch ein wenig für die Frage sensibilisieren, wie wir heute mit dem Reformationsgedenken umgehen. Mit welchen Fragen treten wir heute an die Reformation heran? Und welche Rolle spielen dabei die Probleme unserer Gegenwart? 1846-47 erschien in Leipzig im renommierten Verlag Brockhaus eine dreibändige Lutherbiografie aus der Feder des Theologen und Publizisten Karl Jürgens. Auf insgesamt mehr als 2100 Druckseiten behandelte Jürgens lediglich Luthers Lebensweg von der Geburt bis zum Beginn des Ablassstreites, also bis zum Jahr 1517. Man kann darin leicht eine für das 19. Jahrhundert nicht untypische Fokussierung auf das Individuum als historisch handelndes Subjekt sehen. Männer machen Geschichte. Im gleichen Jahr, in dem der erste Band erschien, kam auch der 10. Band des von Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker herausgegebenen Staatslexikons auf den Markt, das man mit Recht als das Hausbuch des deutschen Liberalismus bezeichnet. Der Band enthielt unter anderem eine mehr als 180 Seiten starke Lutherbiografie, ebenfalls von Jürgens verfasst. Martin Luther sei der Name des Geistesgewaltigsten, den das ganze Germanentum erzeugt, der die ganze Nation mit Mark und Bein durchdringender Stimme aufrief, das auf ihr lastende römische Joch von sich abzuwälzen, das Christentum, in welchem sie sich zur Nationaleinheit wie zur Aufnahme und Pflege höherer Kultur zusammengefunden in seiner ursprünglichen Reinheit wiederherzustellen, eingedenk zu sein der Kraft und der Würde des uralten, freien, ruhmvollen Reichs und Kaisertums, dessen Ehre, Macht und Gedeihen er selbst im patriotischen Herzen wie vielleicht keiner vor und nach ihm gehabt habe. Sie sehen schon, kurz vor der 48er Revolution, als viele Liberale nach der Verwirklichung des deutschen Nationalstaates strebten, suchte man nach Identifikationsfiguren. Die große Frage der Zeit lautete, worauf könnte sich ein künftiges Deutschland begründen? Wer taugt als historisches Vorbild für eine ganze Nation? Man fand einige, Hermann den Cherusker, Karl den Großen und eben auch Martin Luther. Er wurde kurzerhand zum deutschen Chefpatrioten, zum Nationalheros und deutschen Propheten. Das letztgenannte Attribut nahmen die Nationalsozialisten 1933 dankbar auf. Praktisch war dabei, dass man Luther durchaus eine staatstragende Rolle zuschreiben konnte. Denn seine Vorstellung von der Reformation bezog auch die staatlichen Organe mit ein. Faktisch galt seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 der Satz, dass der Landesherr über die Religion seiner Untertanen entschied. Anders als der Katholizismus kannte der Protestantismus keine oberste kirchliche Autorität, keinen Papst. Da aber Luther die Herrschaftsbegründung von Gottes Gnaden nie in Frage gestellt hatte, vereinigten die protestantischen Fürsten die oberste staatliche und kirchliche Autorität in sich. Der ideale Fürst trug also eine umfassende Verantwortung für Staat und Kirche, für Wohlergehen und Seelenheil seiner Untertanen. Der gute Christ schulde damit auch dem Staat bedingungslosen Gehorsam. So konnte eine enge Verbindung von Protestantismus und Nationalismus entstehen. Zumindest der konservative Protestantismus zeigte sich dabei von Aufklärung und liberalem Gedankengut unbeeindruckt.
Man lehnte bei der praktischen Ausgestaltung des Nationalstaates demokratische Vorstellungen ab. Dies ging, wie etwa bei Adolf Stoecker, dem Hofprediger dreier deutscher Kaiser, bis hin zum offenen Antisemitismus. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie sehen, die Ideen Martin Luthers wirkten nach. Sie wirkten aber keineswegs immer so nach, wie Luther selbst dies beabsichtigt hatte. Neue Themen überlagerten die alten und damit änderten sich auch die Blickweisen und oft auch die Wunschvorstellungen, die mit der Reformation verbunden waren. Ein moderner Nationalstaat, wie ihn das 19. Jahrhundert suchte, war Luther vollkommen fremd. Und doch wurde er in diesem 19. Jahrhundert zum Helden eines solchen Nationalstaates. Wir sollten also stets versuchen, den Blick auf die Vergangenheit von unseren gegenwärtigen Vorstellungen zu lösen. Das geht nicht immer und es ist nicht einfach, aber wir sollten wenigstens versuchen, die historische Reformation von der Reformation zu trennen, wie sie in späteren Zeiten regelmäßig zu einer Projektionsfläche für alle möglichen anderen Ideen wurde. Soweit zu Luther als Nationalheld, zu seinen Denkmälern kommen wir gleich.